Ausgang des Kampfes. Auch die Experten sind sich da nicht so ganz sicher. Sie haben es gehört, Jürgen Blin sagt, man hat den Amerikaner eigentlich selten gesehen. Kaum einer weiß was über ihn. Das macht ihn so gefährlich, zumal die amerikanischen Boxer immer als besonders hungrig gelten. Ja, und vor allen Dingen, Bulwer ist natürlich einer von denen, der nicht aus den Slums kommt, einer von den ganz wenigen. Er hat die höhere Schule besucht, hätte auch studieren können. Er hat sich dann doch für den Boxsport entschieden. Bulwer gilt als sehr harter Schläger, hat eine unheimlich harte Rechte. Ich habe mir heute Nachmittag noch zwei Kassetten angeguckt von zwei Kämpfen, ihm eben gegen Martin Everett und auch gegen Stacy McSwain, der Nummer 8 der Weltrangliste. Hat er sehr gut ausgesehen, er hat sehr schnelle Beine und vor allen Dingen seine große Reichweite macht ihn für die kleineren Gegner unheimlich gefährlich. Wir haben es gerade auch schon angesprochen, über 15 Runden angesetzt dieser Kampf. Ich habe es eine mörderische Distanz genannt. Die beiden Boxer natürlich austrainiert, durchtrainiert. Rocchiciani hat zuletzt 6 Wochen ganz, ganz hart trainiert, hat dann am Ende jeden Journalisten rausgeschmissen aus dem Trainingscamp. Er hat gesagt, ich will meine Ruhe haben, ich will mich konzentrieren auf diesen Kampf. Und ich habe Ihnen ja aus dem Programm vorhin ein paar Sätze vorgelesen. Und das, was da vielleicht so ein bisschen nach amerikanischem Boxkitsch klingt, das ist aber wirklich die Tatsache. Ein Junge, der viele, viele Probleme in seinem Leben hatte, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, aber der durchs Boxen raus will, unten raus will, nach oben will. Und das kann er nur über den Weltmeistertitel. Und nun wird es ernst für ihn. Die erste Runde hat begonnen. Der Amerikaner wirkte auf den Videokassetten, auf denen wir ihn gesehen haben, technisch perfekt. Er ist 4 cm größer als Rocchiciani, hat also entsprechend eine bessere Reichweite. Es könnte hier ihm zum Vorteil gereichen, das sollte man eigentlich voraussetzen. Rocky muss vor allen Dingen auf den rechten Haken aufpassen, er ist blitzschnell geschlagen. Hier hat er schon mal versucht, zum Körper vorzudringen. Aber der Beginn, beide tasten sich doch noch etwas ab. Bulwer versucht es in der Anfangsphase mit Körperhaken Graziano Rocchiciani die Luft zu nehmen. Des Amerikaners vor dem Kampf. Kondition und Kraft werden den Ausschlag geben, wer hier gewinnt. Ein Mittel für Rocky wäre vielleicht ein kurz geschlagener Aufwärtshaken. Ja, ein schöner Linker zum Kopf. Jawohl. Das war so ein Aufwärtshaken. Ja, und die ersten wirkungsvollen Treffer von Rocchiciani, obwohl wer feite gleich zurück. Es gibt ja nicht wenige in der Halle, die meinen, der Kampf geht 3, maximal 4 Runden, weil beide eben über einen extrem harten Schlag verfügen. Müssen wir Rocky Spielchen? Ja, ich weiß aber nicht. Ich sehe sowas nicht so gerne. Gut, das war die erste Runde. Ich würde sagen, ausgeglichen, Matthias. Ja, würde ich sagen. Wir können immer mitpunkten hier. Ja, das ist immer ein interessantes Spielchen. Die 3 Punktrichter gibt es, der Ringrichter punktet nicht mit bei diesem Kampf. Die Punktrichter kommen übrigens Chris Wollensen aus den USA, Torben Hansen aus Dänemark und Edmund Horn aus Frankreich. Hier haben wir Vincent Bulwer, der übrigens auch ein ausgezeichneter Amateur war. Dort hat er 173 Kämpfe bestritten, davon nur 11 verloren. Und er ist auch noch ganz knapp an der Olympia-Qualifikation gescheitert.
gegen einen Mann namens Virgil Hill und der ist heute immerhin Weltmeister im Halbschwergewicht. Ja, während der Amerikaner noch in seiner Ecke sitzt, ist Rocky schon wieder auf den Beinen, kann es gar nicht erwarten, dass es weitergeht. Aber das, was Matthias gerade gesagt hat über die Amateurlaufbahn von Vincent, kann man auch sagen über ihn. Mit 12 Jahren hat Graziani schon angefangen zu boxen. War mehrmals Jugendmeister, hat auch in der deutschen Nationalmannschaft geboxt, hat sich dann aber sehr frühzeitig für eine Profikarriere entschieden. Bulwer ist sehr vorsichtig. Der Junge muss auch ein bisschen aufpassen auf sein Gesicht, denn so nebenbei verdient er Geld als Fotomodell. Ganz interessant, dieser Nebenjob für einen Boxer. Wieder eine schöne Kombination von Rocky. Graziano Rocciani. Noch eine. Jetzt kommt auch Stimmung in die Bude. Aber er darf nicht zu leichtsinnig werden, denn Bulwer, er schlägt sofort gnadenlos zurück. Und wieder. Immer wieder kommt er mit der Linken durch. Rechts-Rechts-Kombination von Rocky, der taktisch sehr gut eingestellt ist, jetzt aber links zwei harte Linke fangen muss und er provoziert seinen Gegner wieder. Und sowas ist oft gefährlich. Na, das hat man gehört vor dem Kampf, wenn Rocky Chani wütend wird, dann verliert er die Kontrolle, dann denkt er nicht mehr genügend und das ist gefährlich beim Boxsport, so merkwürdig das vielleicht klingen mag, aber ohne Intelligenz geht es auch nicht da im Boxring, ganz im Gegenteil. So, ich würde sagen, leichte Vorteile für den Deutschen. Matthias, ja, wie siehst du das auf deinem Zettel? So gut er kann. Ja, da muss man Platz machen für die Dame, die uns immer anzeigt, die wievielte Runde ansteht. Übrigens, nach jeder Runde werden dann hier auch die Punktzettel eingesammelt. Es ist ja bei diesen Kämpfen nach IBF-Version, nach der Version des internationalen Boxing Federations, einiges anders. Beispielsweise werden die Kämpfer nicht im Stehen angezählt. Erst wenn ein Kämpfer den Boden mit dem Knie berührt oder ganz am Boden liegt, dann beginnt der Schiedsrichter, der Ringrichter, den Kämpfer anzuzählen. Runde 3. Der Ringrichter heißt Joe Santapia, kommt ebenfalls aus Amerika. Versucht es Bulwer mit sogenannten kurzen Jabs mit seiner Führhand. Oh, oh, oh.
einen Zahn zu. Und wieder eine rechte. Das war von Bulver an den Kopf von Rocky Gianni, die jetzt mit zwei Aufwärtshaken Erfolg hatte. Aber so recht Wirkung hat bislang noch keiner gezeigt. Und wieder die Spielchen von Rocky. Aufgesprungen, schreit auch irgendwelche Anweisungen in den Ring hinein. Gefährlich nach einer rechten und Aufwärtshaken. Bulver ist jetzt wirklich im Bedrängnis, schlägt ins Leere. Rocky, Rocky, rufen Sie hier hinter uns. Aber dieser Amerikaner ist ein Profi, das sieht man. Kommt raus aus dieser bedrängten Situation und greift jetzt seinerseits an. Rocky Gianni darf jetzt nicht übermütig werden, muss seine Linie bewahren. Weitere Treffer von Rocky Gianni. Ja, Box hervorragend. Kopftreffer, Körpertreffer. Und die Halle geht mit, die 6.000. Und wieder eine Links-Rechts-Kombination. Und Bulver wackelt. Ja, bis jetzt ein hervorragender Kampf von Graziano Rocky Gianni. Und wieder kommt mit einer rechten durch. Hoi, ja, hoi. Nach dem Gong. So, diese dritte Runde, klar, getrost an Rocky Gianni vergeben, sagen wir mal so. Tja, ja. So ein Nachschlagen hätte im Amateurlager sicher zu einer Verwarnung geführt. Im Profiboxen anscheinend gang und gäbe. Ja, Rocky hat eine Menge Fans hier in Düsseldorf. Am 5.12. hat er im vergangenen Jahr einen Riesenkampf hier gegen Mustafa Hemsho geliefert, in der ersten Runde K.O. gewonnen. Hier kriegen wir nochmal einige Zeitlupenstudien aus dieser dritten Runde angeboten. Ja, das war die ganz starke Phase von Rocky Gianni. Da hat er den Amerikaner stark in Bedrängnis gebracht. Ganz sauber geschlagene Kombinationen. Und Rocky steht schon wieder. Runde 4. Während Vincent Bulver sich ausruht und jetzt wieder in die Ringmitte geht. Hier aus der Ringecke kam jetzt für Bulver sicherlich die Order, ein bisschen mehr anzugreifen. Wieder eine Kombination an den Kopf von Bulver. Er hat sich vielleicht etwas einfacher vorgestellt, diesen Kampf. Rocky Gianni ganz konzentriert. Ja. Nicht übertreiben, Junge. Und wieder lange, harte Linke an den Kopf von Bulver. Da war ich keinen Zentimeter zurück. Immer wieder die Linke gerade an den Kopf. Wirklich die beste Waffe momentan von Graziano Rocky Gianni. Kann es nur wiederholen, er hier einen riesen Fight bietet. Der Amerikaner gezeichnet. Blutet aus der Nase. Ja,
Deckung von Bulwer. Auch hier. Oh, jetzt zeigt er ihm die Zunge. Weiß nicht, das muss nicht sein. Nicht so sportlich. Leichte Vorteile, auch in dieser vierten Runde, für Graziano Rocchigiani. Graziano Rocchigiani wäre ja, wenn er diesen Kampf gewinnt, der dritte deutsche Profi-Boxweltmeister. Dieses Kunststück brachten vor ihm bislang nur der legendäre Max Schmeling, damals in seinem Kampf gegen Jack Sharkey und nicht gegen Joe Louis. Und dann knapp 20 Jahre, 30 Jahre später, Eckhard Dacke in Hamburg fertig. Eckhard Dacke schlug damals Elisha Obed. Es versuchten ja noch namhafte Boxer Weltmeister zu werden, wie 1933 Adolf Häuser oder auch Gustav Scholzen, dem legendären Kampf gegen Harold Johnson, Karl Miltenberger gegen Muhammad Ali. Aber bislang haben es eben nur zwei deutsche Boxer geschafft, und Graziano Rocchigiani ist momentan auf dem Weg, vielleicht der Dritte zu werden. Bislang hat er ja hervorragend geboxt. Über die Gagen für die Boxer schweigt man sich übrigens aus. Der Amerikaner soll eine sechsstellige Summe bekommen haben. Rocchigiani wird etwas weniger bekommen haben. Wie gesagt, die Summe ist aber unbekannt. Zermürbt. Ja, die Berliner rufen ihn Gratze. Ein paar Berliner Fans sind auch hier. Und das sind Treffer gewesen, die dem Amerikaner wehtaten. Aber der kontert immer wieder, kann auch einstecken. Ja.
Außen geführter Kampf. Fuß an Fuß treffen sie aufeinander ein. Ringende und wieder schlägt Bulvan nach dem Gong. Tja, fünfte Runde war ziemlich ausgeglichen. Ja, würde ich auch mal sagen. Also wir haben dann bislang 3 Runden für Rocky und 2 unentschieden. So, hier sind wir zu Gast in der amerikanischen Ecke. You're leaning to his punches. You're leaning this way. Get that head where it's bobbing on both sides, okay? Bobbing the head both sides and punch from both sides inside. All right? So, Sie haben es schön mitbekommen. Beidhändig schlagen. Die Anweisung des Trainers. Ringfrei, Runde 6. Und bewegen soll er sich. Vincent Bulvea, der Mann aus Amerika. Ausgezeichnete Nehmerqualitäten. Bulvea findet momentan kein Mittel gegen die linken Geraden von Rocky Gianni. Pausenlose Anweisung aus der amerikanischen Ecke. Trainer Wilke drüben auf der anderen Seite ist da deutlich ruhiger im Moment jedenfalls. Ja, der Kampf hat momentan ein bisschen die Intensität der ersten 3-4 Runden verloren, auch wenn jetzt Graziano wieder 3-4 Mal zum Kopf von Vincent Bulvea durchdringt. Runde ziemlich ausgeglichen. Ein bisschen ruhiger geführt diese Runde. Ja, Peter Müller, der Arp, wie die Kölner ihn nennen, natürlich auch hier unter den Zuschauern. Unvergessen natürlich seine legendären Kämpfe gegen Bubi Scholz. Er war ja einer der beliebtesten Boxer in Deutschland überhaupt. Nur zu diesem Kampf wollte er absolut nichts sagen. Ja. Wir haben ihn angesprochen hier vor Beginn des Kampfes. Nee, hat er gesagt, da will ich lieber nichts sagen. Dafür kenne ich den Amerikaner zu wenig. Ja, das ist ja immer so eine Sache, wenn man was vorhersagen, voraussagen soll, einen Tipp abgeben soll. Da kann man sich ja unter Umständen schon mal
an die Sol daneben setzen, deswegen hat er ganz darauf verzichtet. So, und wir gehen in die siebente Runde. Graziani steht schon wieder und der Amerikaner, tja, er hat Sitzfleisch, aber jetzt geht's weiter. Aber Rocky ist schon mittlerweile schwer gezeichnet an der Schläfe. Im Auge ist ziemlich blau. Na, er legt einen Zwischensport ein, Rocky. Bestimmt Rocky Ciani den Kampf. Große Frage ist das auch und harte Schläge in der zweiten Hälfte möglich, aber jetzt greift er wieder an. Der hat seinen Mundschutz verloren und klammert ziemlich hilflos. Und immer wieder schräge an den Kopf. Bulwer taumelt. Rocky könnte der dritte Weltmeister in der Geschichte des deutschen Berufsboxsports werden. Bulwer jetzt mit weichen Knien versucht, sich über die Zeit zu retten. Das Auge fast zu. Ja, vielleicht hören Sie es, was von hinten reingeschrien wird hier. Er wackelt, aber dieser Amerikaner, der kann nehmen. Ein bisschen weich war er zwischendurch mal in den Knien, aber jetzt scheint er wieder da zu sein. Rocky darf nur nicht blindwütig angreifen, sondern muss seine Linie halten und das macht er auch. Bulwer sieht jetzt ziemlich hilflos aus. Und immer wieder harte Treffer und er wankt. So, jetzt meinen die Zuschauer, dass es soweit wäre. Aber dieser Amerikaner ist natürlich ein Profi. Sekunden noch in dieser siebenten Runde. Das heißt ja, angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten. Wollen wir es nicht hoffen für Rocky Ciani, der bisher wirklich einen super Fight hingelegt hat. Ja, bestimmt, das geschehen weiter. Immer wieder harte Links-Rechts-Kombination an den Kopf von Bulwer und er klammert wieder. Er sehnt sich die Ringrunde, die Pause dabei. Und die Zuschauer stehen fast schon hier auf den Stühlen. Ich glaube, da muss man diesmal überhaupt nicht überlegen. Die siebte Runde geht klar an Rocky Ciani. Oh, aber auch er hat eine Verletzung über dem Auge und Sie hören es. Die Halle, Standing Ovation, das hat es wirklich in dieser Form lange nicht gegeben in Deutschland beim Boxkampf. Auch hier kriegen wir jetzt nochmal einige Ausschnitte aus dieser siebten Runde, in der Rocky Ciani eindeutig den Kampf bestimmt hat. Da drüben in der Ecke von Rocky, da gibt es fieberhafte Anweisungen. Sauerland spricht, Tust spricht, vielleicht ein bisschen viel. Da sollte sich einer darauf konzentrieren, die Anweisungen zu geben. Hier haben wir es nochmal gesehen. Rocky Ciani auf dem Weg zum Weltmeistertitel, aber da müssen wir nach wie vor ein vorsichtiges Fragezeichen dahinter setzen. Denn dieser Bulwer bleibt unberechenbar. Ja, Rocky, hier geht es aufs Ganze. Er merkt, dass Bulwer angeschlagen ist. Und aus, Rocky Ciani ist Weltmeister.
sich, die lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und Matthias wird mal versuchen, den Weltmeister hier ganz, ganz schnell ans Mikrofon zu bekommen. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Denn was da im Ring los ist, das ist unbeschreiblich. Eine richtige Entscheidung übrigens, den Kampf abzubrechen, denn er war drauf und dran, den Amerikaner K.O. zu schlagen. Auf den Schultern wird er jetzt getragen.